Hallo und herzlich willkommen auf funkyhome.de. Mein Name ist Jens und heute testen wir von der Firma EcoFlow eine mobile Powerstation. Und zwar ist das die Powerstation River 2 Pro. Die gibt es in drei Ausführungen, River 2, River 2 Max und River 2 Pro. Wobei die Pro die leistungsstärkste Variante ist. Wir sehen das Gerät hier schon. Das ist eine mobile Powerstation, die ist ungefähr 8 Kilo schwer, also 7,8 genau. Und diese können wir aufladen über ein Kaltgerätekabel. Das Kaltgerätekabel ist auch im Lieferumfang enthalten. Ich zeige das hier mal ganz kurz. Das wird hinten an dem Gerät angeschlossen. Dann laden wir das darüber auf. Und können dann vorne über die Schokosteckdosen, drei in der Zahl, Geräte mit bis zu 800 Watt bzw. 1600 Watt im X-Boost-Modus anschließen. Drei Geräte können wir anschließen. 768 Wattstunden Gesamtkapazität hat dieser Akku, diese Powerstation nennt sich das. Und das heißt, wenn wir ein Gerät mit 768 Watt anschließen würden, könnten wir das ungefähr eine Stunde betreiben. Wenn wir also mit 400 Watt ein Gerät betreiben, können wir es 2 Stunden betreiben, 200 Watt 4 Stunden und so weiter. Wir haben die Möglichkeit, die Geräte entweder über die Schokosteckdose anzuschließen oder wir haben auch einen 12 Volt Anschluss für 12 Volt Geräte oder zum Beispiel für ein Notebook haben wir hier auch noch ein Kabel dabei, das können wir aufladen darüber. Dann haben wir die Möglichkeit, USB-C Geräte anzuschließen, USB Typ A. Bis zu 3. Ja, schalten wir das Ganze mal ein und dann sehen wir auch schon die Kapazität. Hier sehen wir, dass wir 78% den Akku vollgeladen haben. Das sieht man hier auf diesem Display. Dann sieht man im Moment die Ladeleistung und die momentane Ausgabeleistung. Dann wird anhand der momentanen Ausgabeleistung automatisch berechnet, wie lange die Laufzeit von diesem Akku ungefähr wäre. In dem Fall wären das 99 Stunden. Ist natürlich Quark, weil wir haben gerade nichts angeschlossen, wird also die ganze Zeit weiterlaufen. Ja, dann haben wir noch die Möglichkeit, das Ganze über eine App zu steuern. Das heißt, wir haben das Gerät bereits angelernt, können jetzt hier draufklicken, sehen dann die verbleibende Zeit, 99 Stunden. Dann können wir den Ausgang von dem Gerät ein- oder ausschalten. Da hat man das Relais gehört, klack. Können den 12-Volt-Anschluss ein- und ausschalten. Und können noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Und das ist auch ganz interessant. Und zwar haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir möchten nicht mit voller Ladegeschwindigkeit den Akku aufladen, sondern möchten den beispielsweise nur mit 200 Watt aufladen. Dann stellt man das hier ein, hat so einen kleinen Schieberegler. Und kann sagen, 940 Watt wäre die volle Leistung und 100 Watt, das ist mit der neuesten Firmware und der neuesten App-Version möglich. Und kann sagen, man möchte nur mit dieser Leistung das Gerät aufladen. Das ist ganz interessant für diejenigen, die zum Beispiel ein Solarpanel auf dem Dach haben und möchten den Überschuss, den sie im Solarbereich haben, nutzen mit diesem Akku. Und zwar können die dann den Akku aufladen. Wir zeigen hinterher nochmal, nach dem Test zeigen wir noch, wie das Ganze mit einem Shelly 3EM möglich ist. Der Shelly 3EM misst die drei Phasen im Haus und darüber kann man dann den Stromverbrauch im Grunde im Haus messen, kann dann vergleichen, wie hoch ist der Einspeisestrom und wie hoch ist der Verbrauchsstrom und kann dann anhand dessen den EcoFlow-Akku aufladen lassen oder halt eben gebrauchen. Es gibt dann die Möglichkeit, dass man, sobald ein Überschuss an Solarenergie im Haus vorhanden ist, wird automatisch dieser Akku nachgeladen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Jeder, der PV-Anlage auf dem Dach hat, sei es auch nur ein Balkonkraftwerk, kennt das Problem eben, dass man auch mal einen Überschuss hat, den man einspeist normalerweise. Wenn man dann aber keine Einspeisevergütung hat, hat man im Grunde nichts davon. Wenn man das Ganze aber eben selber nutzen möchte, kann man dann zum Beispiel so einen mobilen Akku aufladen. Und wenn man den aufgeladen hat, kann man daran dann zum Beispiel, sag ich mal, einen Wäschetrockner anschließen
oder auch einen Kühlschrank betreiben oder ähnliches. Natürlich könnte man auch unterwegs einen Föhn betreiben oder im Campingwagen ist das natürlich auch ganz interessant für alle möglichen Geräte. Dann kann man das Ganze auch noch autark betreiben und zwar mit diesem Solarpanel. Das ist ein mobiles, faltbares Solarpanel. Das wird auseinandergefaltet, ungefähr 1,80 m x 80 cm ist die Größe von dem ausgefalteten Panel. Dann hat es eine Leistung, die es abgibt, von ungefähr 220 Watt. Das ist natürlich wieder nur Peak-Leistung, das heißt, wir haben bei voller Sonneneinstrahlung die Möglichkeit, halt eben mit ungefähr 200 Watt das Gerät nachzuladen. Das heißt, wir brauchen nicht den Strom aus der Steckdose, um das Gerät aufzuladen, können aber doch ganz normale Geräte an dieser Powerstation anschließen. Und das ist natürlich gerade jetzt eine ganz tolle Sache. Und deshalb haben wir uns das mal angeschaut, wie das geht. Und werden auch einige Anwendungsbeispiele noch im Test zeigen. Und werden zeigen, wo die Schwächen auch liegen. Denn es gibt durchaus auch Schwächen. Zum Beispiel auch die Lautstärke von dem Lüfter, die ist nicht so ganz ohne, wenn man eine hohe Leistung bezieht oder mit einer starken Leistung auflädt. Man kann diesen Akku nämlich übrigens in 70 Minuten, also etwas über eine Stunde, voll aufladen. Das heißt, man hat dann 768 Wattstunden Leistung in diesem Akku wieder drin. Und diese LFP-Batterie ist auch besonders langlebig. LFP steht übrigens für Lithium-Ferrophosphat, also Lithium-Eisen-Phosphat. Hier steckt ein Lithium-Ionen-Akku drin, der auf LFP-Technologie basiert. Das ist so die neueste Technologie gerade für Akkus. Und der kann aber erstmal nichts mit Wechselstrom anfangen. Denn wir kommen ja mit Wechselstrom hier rein. Der Akku benötigt Gleichstrom. Das heißt, wir müssen das erstmal gleichrichten. Bei dem Gleichrichten wird auch eine Wärme produziert. Und diese Wärme muss natürlich aus dem Gehäuse abtransportiert werden. Das geschieht über einen 60 mm Lüfter. Hier ist so ein Fan-Duct drin. Und dann wird die Luft an den Transistoren, an den Leistungstransistoren vorbeigeführt. Und die Wärme halt eben aus dem Gehäuse transportiert. Denn der Akku kann nicht wirklich was mit der Wärme anfangen. Der würde sich nicht wirklich freuen. Wenn wir vorne über die Schokosteckdosen den Strom abgreifen, müssen wir das Ganze wieder wechselrichten. Denn wir möchten ja hier schließlich 230 Volt, 50 Hertz reinen Sinus haben. Reiner Sinus ist übrigens auch ganz wichtig, denn viele Powerstations arbeiten mit irgendwelchen anderen Sachen. Und wenn das Signal nicht sauber aufbereitet wird, kann nicht jedes Gerät was damit anfangen. Einen Föhn könnte man auch mit irgendwelchen anderen Frequenzen durchaus anschließen. Aber zum Beispiel ein PC oder ähnliche Geräte, die möchten halt eben wirklich eine richtige Spannung haben und die ist nun mal 230 Volt, 50 Hertz, reiner Sinus. Jo, und damit das Ganze passiert, wird das Ganze halt eben wechselgerichtet und bei dem Wechselrichten wird auch wieder eine Wärme erzeugt und diese Wärme muss auch wieder abtransportiert werden. Je nachdem also, wie stark man auflädt und wie stark man das vorne belastet, desto lauter wird auch der Lüfter. Denn je mehr Wärme abtransportiert werden muss, desto schneller muss der Lüfter drehen. Und je schneller der Lüfter dreht, desto lauter. Wir haben die Möglichkeit, über die App zu sagen, wir möchten nur mit 200 Watt oder sogar 100 Watt aufladen. Das ist dann natürlich vorteilhaft, denn bei 100 Watt geht der Lüfter nahezu gar nicht an. Bei 200 Watt geht er ab und zu mal an. Und wenn man den schnell lädt, also jetzt sage ich mal die 70 Minuten halt eben mit 800 oder 940 Watt auflädt, dann entsteht natürlich eine hohe Wärme und da dreht der Lüfter wirklich extrem hoch und dann wird das Ganze unangenehm. Ist schon deutlich lauter. Auf rosinzeit.de haben wir ja so einige übertaktete PCs, das kommt dem schon ungefähr gleich. Das heißt, wenn wir nur 200 Watt oder sowas verwenden, läuft der Lüfter nahezu gar nicht. Und alles ist gut. Da werden wir nochmal im Test drauf eingehen und auch ein paar Soundproben zeigen. Ja, wir zeigen alles dann im Test auf funkyhome.de und wünschen schon jetzt viel Spaß dabei und sagen bis nachher. Tschüss!